Was Neues von Knoppers, ein Erdnussriegel und sogar ein neuer Kokosriegel. Wir schauen mal, wie sie schmecken. Ab in den Test. Willkommen bei der Foodschau. Ihr habt es gerade schon gesehen. Knoppers hat zwei neue Riegel auf dem Markt. Da hatte ich euch ja hier auf YouTube in den Foodschau Food News berichtet von. Auf Instagram habe ich da schon vorher drüber berichtet, als ich das Bild in die Finger bekommen habe. Ja, und jetzt habe ich die beiden schon in den Händen. Wo habe ich die her? Die habe ich vom lieben Instagram-Follower Spurfeld. Der arbeitet nämlich im Gary-Weber-Park, sage ich schon. Der arbeitet nämlich im Storkwerk in Halle und hatte mir die beiden schon zugeschickt. Ja, war ein nettes Geschenk von ihm. Ich musste auch nichts für bezahlen. Er wollte es mir einfach schenken. Einfach nur auf Aufmerksamkeit und kleines Weihnachtsgeschenk. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, das sind sie. Nagelneue Riegel. Kommt im Februar offiziell erst in den Handel. Sind jetzt schon in vereinzelten Werksverkäufen von Stork schon verfügbar. Oder wenn ihr da mal in der Nähe seid, könnt ihr da schon vorbeischauen. Den Kokos findet ihr auf jeden Fall da schon. Den Peanut Butter nur vereinzelt. Oder den Erdnuss. Was ist es? Knoppers Kokosriegel mit knuspriger Waffel, leckerer Milch und Kokoscreme sowie Feinkokosraspeln in dem Karamell, umhüllt von Vollmilchschokolade, weicher Schokolade. Ja, und hat 520 Kalorien auf 100 Gramm. Die ganze Packung hat 20 Gramm, ein Riegel hat 40 Gramm. Bei der Erdnussversion ist es ein Knoppers Erdnussriegel mit knuspriger Waffel, leckerer Milch und Erdnusscreme sowie knackigen Erdnüssen im Karamell, umhüllt von Vollmilchschokolade. Diese hat 517 Kalorien, jetzt also 3 Kalorien weniger auf 100 Gramm. Ja, mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Nahaufnahme habe ich natürlich schon gemacht. Ich habe die Riegel natürlich auch so schon mal vor mir. Also so groß sind die ganz normal wie die Knoppersriegel, wie ihr sie kennt. Gleiche Größe, nur mit neuen Geschmäckern. Ja, wir gehen in die Nahaufnahme. Ihr guckt sie euch jetzt einmal an. Zutaten, Nährwerte könnt ihr da nochmal in Ruhe lesen. Und dann probieren wir sie. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Bis gleich. Und jetzt schauen wir schnell in die Nahaufnahme. Erdnussriegel, Kokosriegel. Kokosriegel, wie sieht er aus? So sieht der Riegel aus. Toll, toller Witz, ne? Nein, so sieht der Riegel im Inneren aus. Ihr seht also zweimal die Milchcreme, ihr seht die Waffel und oben seht ihr die Karamellschicht mit den Kokosflocken drin. Sieht man jetzt natürlich nicht so gut wie auf dem Bild, aber sie wird drin sein. Und hier ist einmal Knoppers Erdnussriegel. Da ist dann unten noch die Waffelschicht getauscht. Da ist nämlich die Kakaoschicht, wie ihr sehen könnt noch. Und in den Karamellen sind halt Erdnussstückchen drin, die kann man auch gut erkennen. Ja, das sind sie. Jetzt schauen wir uns einmal die Zutaten und die Nährwerte an. Nach gibt es bisher hier einmal die Zutaten der Erdnussversion und die Nährwerte. Und bei der Kokosversion machen wir das gleich auch nochmal. Hier die Zutaten und Nährwerte. Oder so könnt ihr es auch sogar beide lesen. Und jetzt probieren wir die nagelneuen Knoppersriegel. Und wir sind ja da und jetzt werden sie probiert. Ich bin gespannt, wie die Knoppersriegel denn schmecken. Wir fangen mit Kokosnuss an. Ich bin ja gar kein Kokosnuss-Fan. Er riecht leicht nach Kokosnuss. Ja, schon. Also, der Kokosnussgeruch ist da. Bin mal gespannt, wie er schmeckt. Du schmeckst es schon raus, dass es Kokosnuss ist. Es ist nicht so extrem, finde ich, wie gedacht. Es ist eher... Ja, du schmeckst es im Karamell, dass da Kokosnuss drin ist und dass da Kokosraspeln drin sind. Sonst schmeckt es an sich wie ein Knoppersriegel vom ganzen Konzept. Und wenn ich ihn weiter esse, obwohl ich kein Kokosnuss-Fan bin, weiß man... Und der scheint nicht so kokoslastig zu sein, wie er hofft. Also wie ich vielleicht von vielen erhofft. Ich finde es gut. Ich würde mir trotzdem nicht wieder kaufen. Ja, geschmacklich kriegt der von mir, gebe ich direkt Punkte. Eine gute 3,5 von 5. Und der ist nicht schlecht, der schmeckt fein nach Kokos. Wer Kokos mag, wird es mögen. Wer auch so einen richtigen Kokoskick erwartet hatte, der wird es vielleicht nicht ganz erwischen. Aber... Der schmeckt nach Kokosnuss, du schmeckst auch die Kokosraspeln, die habe ich jetzt immer noch so ganz leicht auf der Zunge. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf den Riegel, wie der Erdnussriegel schmeckt. Weil der soll wohl leicht in Richtung Snickers gehen, was natürlich sehr geil wäre.
Riecht eigentlich gar nicht nach Erdnuss. Riecht eigentlich nur nach Schokolade. Bin gespannt. Geht wirklich in diese Richtung Snickers. Liegt denke ich immer durch die Erdnüsse und das Karamell. Schade, dass er nicht so wirklich salzig ist. Er könnte salziger sein, da finde ich ihn noch besser. Na toll, die Kokos in der Hand hat, weiß ich ja nicht, was die Zutaten von dem Erdnuss sind. Also, der ist bei Weitem besser, finde ich persönlich. Schmeckt leicht salzig. Wie gesagt, ich könnte mehr Salz drin sein, dann finde ich es noch geiler. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr leckere Version. Und noch mein Favorit von den beiden. Der Erdnuss bekommt von mir... Ja, schon. Ich finde den schon geil. Wenn der jetzt ein bisschen länger ist, ist ja schon geil. 4,5 von 5. Also der Kokos bekommt von mir 3,5 von 5. Der Erdnuss bekommt 4,5 von 5. Der ist echt gut. Den werde ich mir auch wieder kaufen. Ich werde auch direkt morgen, weil ich durch Zufall so in der Nähe bin, nochmal beim Stork Werksverkauf vorbeifahren und werde mir ein paar mitnehmen, weil die sollen ja schon auf jeden Fall liegen bei uns in der Nähe. Da werde ich mir noch ein paar Riegelchen mitnehmen und dann mal gucken, schon mal ein bisschen Vorrat ansammeln und zu Weihnachten auch noch schon mal verschenken. Da werden sich auch ein paar drüber freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Im Handel werdet ihr, wie gesagt, ab Februar sie finden. Vielleicht ein bisschen eher, wenn ihr einen Stork Werksverkauf in der Nähe habt. Googelt es mal, fahrt hin, dann könnt ihr Glück haben, könnt ihr sie schon vorher probieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Darum, Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat. Glocke anmachen, hier könnt ihr ein Abo machen, da könnt ihr ein Abo auch machen. Oder könnt eins dieser beiden Videos da schauen. Und wir sehen uns in eins der nächsten Videos bei der Foodschau. Ciao, euer Bob.